Ja, hey Leute und herzlich willkommen zum neuen Unboxing. Und zwar handelt es sich heute um eine neue Kamera, die ich mir gekauft habe. Und zwar um die Canon EXOS 117 HS. Die ist zurzeit reduziert in einem Paket. Also da sind noch mehrere Sachen von Zubehör dazu drin. Von, glaube ich, 250 Euro auf 139 Euro. Und ja, auf jeden Fall finde ich das schon mal richtig cool. Ich habe das Ganze schon mal auch an der Kamera von meinem Bruder ausgetestet, der die gleiche. Und ja, ich habe mir die einfach gekauft, weil ich finde, die Farben und alles sind sehr schön. Ich habe das wirklich schon ausgetestet. Und das Ganze befindet sich noch hier in der Tüte drin. Und wir werden das Ganze jetzt auspacken. So, nun nehmen wir hier einfach mal die Sachen raus. Und zwar haben wir hier erstmal noch so ein bisschen Papierzeug mit einer Rechnung und noch einen Gutschein für Fotos und hier ist noch ein Katalog. So, nun kommen wir zu den Hauptsachen. Und zwar hier haben wir schon mal die Kamera, ihre Verpackung und dann auch der Rest, der dabei war. So handelt es sich um diese Tasche, diese Kameratasche für ca. 11 Euro. Und dann noch um diesen Akku hier und noch um diese Speicherkarte. Hier mit 2 GB ist jetzt nicht so viel. Ich habe eine eigene Speicherkarte. Und ja, mehr war da jetzt eigentlich auch nicht mehr drin. Ja, nun beschäftigen wir uns hiermit. Mit der Kamera. Hier sieht man die nochmal hier in schwarz. Die Canon EXOS 117S. Und ja, so sieht die ganze Verpackung hier aus. Ist wirklich eine coole Kamera. Hat wirklich tolle Farben. Dieses Video filme ich gerade noch mit meiner alten Kamera. Vielleicht wird es jetzt hier ein bisschen dunkel, weil die nicht so gute Lichtverhältnisse hat oder irgendwie passt die nicht so ganz für Unboxings. Und hier wird das auf jeden Fall besser sein. Die hat wirklich helle, tolle, gute Farben. Und ja, wir öffnen das Ganze hier jetzt mal und nehmen die ganzen Sachen hier raus. Hier befindet sich erstmal ein Handbuch, die ersten Schritte und noch so ein paar Installations-CDs und so ein Zeugs. Werde ich mir gleich nochmal angucken. Legen wir jetzt erstmal beiseite. Gucken wir weiter, was hier noch drin ist. Hier sind erstmal so ein paar Kabel zum Verbinden mit dem Computer. Das ist, glaube ich, eignet zum Aufladen, glaube ich, jetzt nicht. Oder zum Fotos importieren und solche Sachen. Hat man das hier. Auf jeden Fall, die Kamera macht natürlich Fotos und Videos. Ich werde damit natürlich jetzt auch meine Videos machen. Ist ja klar. Noch das hier. Und hier befindet sich noch die Kamera schon mal drin. Legen wir erstmal hier hin und gucken, was hier sonst noch drin ist. Und zwar ist hier nochmal ein Kabel. Was es genau für ein Kabel ist, ich weiß noch nicht, das ist irgendwas, was man in die Steckdose hier anschließen kann. Ich glaube, irgendwie ein Aufladezeugs oder was weiß ich, was es ist. Muss ich nochmal genau gucken. Und dann befindet sich hier noch einmal der Akku, ist es, glaube ich, drin. Ja, müsste der. Oder vielleicht ist auch ein Akku-Aufladegerät oder sowas. Keine Ahnung, was es ist. Lasse ich erstmal beiseite. Und ja, das hier müsste dann der Akku sein. Lege ich auch erstmal beiseite. Und jetzt kümmern wir uns hier um die Kamera. So. Ich nehme das Ganze hier einfach mal ab. Das ist hier gut geschützt, finde ich schon mal richtig schön, aber ich muss das hier, glaube ich, ein bisschen zerstören. Und ja, das Zeug brauchen wir jetzt nicht mehr. Und hier ist schon die Kamera. So sieht die ganz aus, hier in schwarz. Hier steht hier Canon EXOS 117 HS. Wirklich eine richtig coole Kamera, kann ich nur jedem empfehlen. Die ist auch testiger geworden und für 130 Euro kostet sie gerade. Ich weiß nicht, ob es bei euch auch so ist, aber auf jeden Fall bei mir gab es sie für 139 Euro runtergesetzt, von 250 Euro runtergesetzt. Kann man zurzeit noch wirklich richtig versparen. Und ja, so sieht das Ganze hier aus. Hier haben wir noch, wie gewohnt, die ganzen Knöpfe, hier den Knopf zum Video aufnehmen. Und hier haben wir dann noch einen Knopf, um ja, ein Foto zu schießen. Hier können wir das Ganze anmachen, hier kann man noch Zoom, der Zoom ist auch wirklich richtig klasse. Wirklich ein super Gerät. Und ja, das war es auch zum kleinen Unboxing. Ja, ich bin wirklich richtig froh über die Kamera. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, ob ich dazu auch mal ein Testvideo machen soll. Also ein Kameratest oder
das Ganze hier weiter noch erklären sollte. Das mache ich dann vielleicht auch auf meinem privaten Kanal, da könnt ihr auch mal vorbeischauen. Der Link ist da unten in der Videobeschreibung. Und ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und tschüss.